So, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Foodtest hier auf dem Kanal. Heute geht's weiter mit Funny Frisch. Ja, hatten wir jetzt viele in letzter Zeit, aber ich dachte mir, komm, zieh mal weiter durch, weil die habe ich letztens vorm Testen dann aufgegessen, ich Idiot. Und jetzt musste ich sie nochmal kaufen, aber das ist ja kein Problem. Heute geht's um die Funny Frisch Ringli. Bam! Auch ein Klassiker, die meisten von euch werden es schon kennen, auch in diesen süßen kleinen Dingern gehalten, im Hintergrund der klassische Grünton, wie man es kennt, hier ist Funny Frisch Logo, hier ist der Ringli-Schriftzug, hier auch finde ich ganz cool, so schlicht und einfach, nicht zu viel, aber trotzdem so leicht spielerisch, hier diese zwei Ringli-Männchen, wie sie aufeinander zulaufen, hier über diese Ringli-Dinger, ja, ist finde ich ganz lustig. Fahren wir direkt zur Rückseite, wir haben 75 Gramm, wir haben einen kleinen Text, herzhaft Paprika, würzig im Geschmack und knusprig kross im Biss. Funny Frisch Ringli, einfach eine runde Sache. Ja, wortwörtlich. Sordele. Okay, kommen wir direkt zu den Nährwertangaben. Hier 100 Gramm ist die Verpackung. Bei Funny Frisch, da steht immer nicht so viel Besonderes, eben der kleine Text. Ah, und natürlich hergestellt und vertrieben von der Intersnack. Mit Postfach 910460 in 51074 Köln. Schöne Grüße an alle aus. Ihr wisst Bescheid. So. Immer die Kamera. So. Genau. Dann kommen wir jetzt aber zu den Nährwertangaben, die 100 Gramm. Wir haben insgesamt 2117 Kilojoule, beziehungsweise 507 Kilokalorien. Ja, ist für so Snackprodukte, sage ich mal, vollkommen vertretbar. Fett haben wir 28 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren haben wir 3 Gramm. Kohlenhydrate 58 Gramm, davon Zucker 2,1 Gramm. Leute, wir haben unter 2,2 Gramm Zucker. Ganzen 0,1 Gramm weniger. Krass, nee, aber echt cool. Ballaststoffe haben wir 3,2 Gramm, Eiweiß haben wir 3,8 Gramm, Salz haben wir 2,4 Gramm. Also wirklich rein von den Nährwerten, top. Geiles Produkt. Kannst du nicht rumholen, auch wegen Zucker und so, echt super. Geil. Natürlich hochverarbeitet, nicht gut für den Körper etc., aber so jetzt rein von den Nährwerten. Cool. So, dann kommen wir direkt zu dem glutenfrei und für Vegetarier geeignet. Haben wir das Ganze auch noch, glutenfrei und für Vegetarier, super. Und dann kommen wir direkt zu den Zutaten. Oh Gott, wieso steht da schon wieder so viel? Oh Mann. Wir haben einen Kartoffelsnack mit Paprikageschmack. Ganz simpel, ganz einfach. Zutaten. Als Hauptzutat haben wir 34% Kartoffelpulver. Okay. Fängt schon mal okay an. Damit können wir noch was anfangen. Dann haben wir Kartoffelstärke. Okay, viel Kartoffel. Das ist doch schon mal gut. Als nächstes Sonnenblumenöl, auch nicht schlecht. Speisesalz, ja, so hoch schon mal, so viel, 2,4 Gramm Salz. Boah, krass. Dann haben wir Aroma, okay, normales Aroma, ohne natürlich, ohne gar nichts. Dann haben wir Hefe, Haferspelz, was sind Spelzen? Haferspelz. Faser, noch nie gehört, beschreibe ich hier dazu. Paprikapulver, Zucker, Emulgator haben wir Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, super. Hefeextrakt, auch nochmal nach der normalen Hefe. Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, Stabilisator haben wir Natriumcarboxymethylcellulose. Sehr gut, dann haben wir Knoblauchpulver, Raucharoma, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Farbstoff, Paprikaextrakt. Dann haben wir noch Gewürze und zu guter Letzt noch ein Gewürzextrakt. Oh, ja. Also Gesundheitsnote hier, schon schlechter als die Cornados oder so, auf jeden Fall. Gibt es von mir hier eine 4. Komm, ich gebe eine 4. Doch, es ist auf jeden Fall keine Empfehlung. Ich esse sie danach auch nie wieder in meinem Leben. Aber ja, es ist immer noch besser als so die ganz krassen Gummibärchen oder sowas. Aber trotzdem heftig. Also wirklich, wirklich heftig. Funny Frisch Ringli. Wir machen dich auf. So, und oh Gott, fällt mir schon wieder alles rum. Und testen nicht mal. Okay, riecht wie Paprika. Wie diese Paprika-Ecken ähnlich. Bisschen rauchiger. Raucharoma. Nee, aber ist okay. Ist okay. So schauen die ganzen Dinge aus. Sind halt so runde Snacks. Aber cool. Also riechen cool, schauen cool aus an sich. Ich bin Fan. Aufs Wohl, Leute. Boah.
klein, aber fein. Ein so ein Ring, und da sind viele von diesen Ringen drin. Ein so ein Ring, du hast schon so ein kleines Geschmackserlebnis. Du hast den Paprika-Geschmack am Anfang, wenn du dran lutscht. Dann beim Zerbeißen sehr crunchy, sehr kross. Und nicht kross, sehr, sehr stabil. Ja, sehr crunchy halt. Sehr knackig. Und schmeckt auch gut. Und wird danach schon weicher. Paprika-Geschmack bleibt bis jetzt sogar noch. Ist okay, Leute. Also Geschmacksnote. Aber du schmeckst, dass es nicht ganz natürlich ist. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll, aber das schmeckst du raus. Von der Konsistenz auch und so. Aber trotzdem sehr lecker. Also wirklich sehr, sehr lecker. Funny Frisch hat wieder was Cooles gemacht. Gibt ja auch schon ewig auf dem Markt, ne? Gibt von mir aber eine... Also Geschmacksnote gebe ich eine... 1 minus. Doch. Ist, finde ich, fair. Ist mega lecker. Geht besser, geht schlechter. Super. Leute, am Ende natürlich keine Empfehlung. Ich freue mich natürlich trotzdem über ein Abo von euch, damit ihr ja nichts von den unendlichen Tests, die hier noch kommen, verpasst. Und ansonsten... Schreibt gerne, wie ihr die Ringlich findet. Genau, interessiert mich. Oh, natürlich auch, nehmt euch ein Beispiel an Schmackofatz, dass ich dich auch mal erwähne. Der immer schön fleißig mitkommentiert. Ich meine, ey, wir überleben das alles nur als Community, als Gemeinschaft. Und auch nur so können wir die Welt am besten verbessern. Also, schreibt in die Kommentare. Ich freue mich über ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön happy bleiben und bis denn. Ciao, ciao.